Servus! Moin moin, meine lieben Leute der seichten Unterhaltung und hi! Ja, heute mal nach langer Zeit mir ein kleines Video und zwar hat mir ein sehr, sehr lieber und netter YouTuber, Elektronik mal einfach, sucht und schaut mal bei ihm, hat sehr interessante Videos über ja, Elektronik, wie der Name schon sagt, natürlich auch so ein paar andere Videos. Könnt ihr mal nachschauen. Von ihm kommt das coole Bastlerpaket. Riesengroßer Karton, riesen Dank dafür auf jeden Fall. Da wollen wir mal kicken, das gehört noch dazu. Ich habe schon mal vorher geöffnet, den checken, Post mal da, ob da nicht Beschädigungen etc. dabei sind. Scheint mal so gut gelaufen zu sein. Und dann wollen wir mal gucken, was ist da also für Moivat drin. Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Spende. Ja, da wollen wir mal reingucken. Was soll denn alles da so für interessantes Material haben? Ja, Bündchen, das ist ja was. Ja, die Katze kommt jetzt hier oben drauf, sie ist aber gerade hier oben auf ihren Dingsbums. So, was haben wir hier denn drin? Ein Zettelchen. Kondensator, was sind wir? Ach, das ist der, ja, das ist der Schaltplan, den er mir gemacht hat. Sehr schön. Oh ja, alles klar. Also, dass gerade auch die Kamera gut drauf kommt, denk schon, ja, Schaltplan. Doch, wenn wir halt vorhin ist für basteln, also wie ich das gut habe schon. Ah, ja. Oh, da wird CPU. Was ist da gerade drin? Ach, cool, diese kleinen Pakete, die mag ich gerne, die sind geil, um CPUs zu vertüdeln. Ich brauche ein Messer. Hui. So. Dann wollen wir kicken. Da drin ist eine. AMD Phenom. Das war 975. Oh, nice. Phenom 2, cool. Fett. Ich habe einige Bretter, wo ich das irgendwie verbauen kann. So, Kabel und. Ah, cool. Wärmeleitpaste. Brauche ich immer. Dauernd brauche ich die Scheiße. Was haben wir da drin? Ah, schön. Silikonkabel. Nice. Alles, was das Herz mit Bastelherz probiert. Ah, super. Ah, der gute alte FI bzw. Schutzschalter, super. Da werde ich mir auf jeden Fall bauen werde. Ah ja, super. RAM haben wir hier drin. Was haben wir denn da für einen? 4 GB. Nett. Schick. Oh, eine kleine Platine, Versuchsplatine. Das haben wir gleich mal raus. Oh ja, massig Kabel. Oh, schön. Oh cool, das habe ich auch nicht gehabt. Mit Anschlussklemmen, super. Sehr schön. Oh cool, das ist super. Massig klein, oh noch mehr, cool. Oh cool, eine Menge kleine Kabel. Gerade diese kleine Kabel, das habe ich nicht. Gerade für solche Schaltungen, die ich mir da vorhabe zu bauen, beziehungsweise Elektronik mir da vorgeschlagen hat. Ja super. Oh, noch mehr Wärmeleitpaste. Noch mehr. Hallo Schneider. So, super. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Cool. Ja, ein paar Taschen. Ja, CPU wird auch nicht im Arsch gehen. Also, das kommt gleich in meinen Computer-Bastelschrank. So. Schiebt er mal rum. Ja, da. Ja, Wärmeleitpaste habe ich wieder ausgesorgt. Sehr schön. Cool. Ach, ist da noch was drin? Oh ja, nett. Nice. Fett. Ich meine die schon bei Elektronik mal einfach gesehen zu haben. Diese Kondensatorbank. Ja, ich will es aber nicht unbedingt anfassen, da bin ich hier Feuer und Flamme für. Ich müsste mal schauen, wie viel haben sie denn? Was haben wir hier? Ach da. Da haben wir was. Stehen, glaube ich. Autsch! 2200 Mikrofarad angehört Volt. Oh ja. Hey, die Wumsen. Ich weiß nicht, ob die leer sind. Da renne ich also zittern. Was haben wir dafür an Kondensator? Oh, schön. Ja, toll. 100 Mikrofarad, 54 Volt. Hey. Kommt der noch aus? Kommt mir so bekannt vor. Oh cool, super. Relay. Jo,
Sehr schön. Sehr schön. Das ist also riecht in der Tasche. Sehr schön. So, dann haben wir weiter zum großen Paket. So, eine Menge Kabel. Ah, für, zum Beispiel für WLAN-Antennen. Eine Verlängerung, cool. Kann ich immer gebrauchen. Altes Drückerkabel parallel. Sehr schön. Oh, was haben wir hier denn? Ah, ich glaube, das ist wovon er geredet. Das ist fürs Auto. Das ist irgendein regelbares Netzteil von Grubey. Sehr schön. Das ist fürs Auto optimal. Eine Menge Notebook-Netzteile. Sehr schön. Oh, was wundert mich, das ist nochmal drüber. Dort haben wir ein USB-Kabel. Ich weiß nicht, wozu ich eine für eine Kamera zu sein. Ein Dell-Notebook-Kabel, sehr schön. Was haben wir da? Das ist 90 Watt. Also die Tübeln kommt ins Lager. Und das ist weg. Noch ein Netzteil vom Fuji zu Siemens. Sehr schön. Ja, die Sachen kann ich für mich oder bekannte Verwandte wieder benutzen, für die, die ihr Notebook letzte Zeit zerschrottet haben. Schon häufiger vorgekommen, dass dann halt Leute dabei, du hast denn mal ein Netzteil, ne? Ich als mein Fachbereich ist, also mein Hauptfachbereich ist natürlich der PC-Hardware-Bereich. Natürlich kennen wir auch mit Software aus, Linux etc., aber mein Schwerpunkt ist und bleibt PC-Hardware. Natürlich auch andere elektronische Basteleien. So, euer Kunde an. Von einem Netzteil. Ah, super, die kann ich gebrauchen. So, wie ich das gerade gesehen habe, hier lagen ein Lüfter von einem Enermax-Netzteil drin. Und ich habe ein paar Enermax-Netzteile. Schick, kann man immer gebrauchen. Also ich auf jeden Fall. Was haben wir da? Oh, nice. Ein SCART zu S-Video mit Audio für meine alten Kameras. Sehr gut. Oh, ist noch was Netzteilmäßiges. Oh ja, ey, schön. Ein Ladegerät. Cool. Cool. Ja, für AAAs, also 3xA und 2xA, Mignon, wie die anderen jetzt heißen, weiß ich nicht. Auch gut zu gebrauchen, also für mich zumindest. Was haben wir hier? Das ist ein externer Anschlag für den Außen-SATA, also externes SATA. Cool. Hab ich nicht. Das fehlt mir andauernd. Sehr schön. Ah, cool. Super. DisplayPort. Habe ich auch die Kabel. Fehlen mir. Und ich habe nämlich eine Nvidia FX, eine Quadro FX. Weiß gar nicht, was das ist. Nur da wollte ich gerne über DisplayPort. Ich habe den Scheiß nicht. Hier. Noch ein DisplayPort-Adapter. Ah, super, habe ich hier ein Problem weniger. Die fehlt mir, die Adapter. Aber du sollst sie da kriegen. Mal, wenn du hier auf dem Dorf lebst. Ah, cool, DisplayPort zu HDMI. Der wird mir auf jeden Fall, die werden mir gute Dienste leisten. Ich habe den Kram nicht. Ah, cool, die kenne ich aus meiner Zeit. Ah, sind aber Diskettenlaufwerkskabel. Fett. Super. Das war damals aus der Zeit, so ja, 2001, 2002, wie das mit dem Modding losging. Da bekam diese Kabel. Die ist natürlich auch für mich sehr gut zu gebrauchen. Ah ja, fett, ein USB 3.0 Header. Super, geil. Das freut mich. So, machen wir mal weiter. Hier, was haben wir da? Ah, hier haben wir eine Menge Kabelsalat. Na, ja, was gehört hier zu was hier? Das ist ein USB-Kabel drin. Was haben wir da? Noch so ein komisches USB-Kabel. Wird wahrscheinlich zu irgendeiner Kamera, unbekannt. Aber ist egal. Sollte man irgendwas anderes bauen, kannst du dich abzwacken und was anderes draus machen. doch mal das Support. Ja, super. Lass los. Ja, ich würde mal sagen, DisplayPort habe ich jetzt endlich ausreichende Adapter für. Ich habe eine Webcam gefuscht. Gefuscht? Gefischt. Eine Webcam. Was haben wir denn da für eine? Typhoon. Verkauft durch Konrad. Aha. Bei dem fehlt aber der USB-Stecker. Macht nichts. Aber wenn wir genug USB-Stecker, können wir den brauchen. So, nochmal DisplayPort. Sehr schön. Ich sehe wieder SCART. Oh ja, SCART zu. Was ist das? Komponentenausgang. Aha.
Ja, mal gucken. Ich habe ja einiges an Videogerätschaften. Wie gesagt, ich habe ja auch eine kleine Affinität. Ich sammle, fange ja auch an, Videorekorde sammle schon sehr, sehr lange. Ich habe massig Videokassetten, eigentlich alles immer aus meinem Genre, hauptsächlich Science Fiction und gute Actionfilme. Dadurch steige ich mich immer viel mit Skat-Adapter aus dem Kram rum. So, hier haben wir VGA. Was VGA-mäßig ist, was ist das? Oh, leck mich am Arsch! Jo, Elektronik, wenn du wüsstest, was das da für mich an Wert hat, das ist ein sogenanntes Loop-Kabel, um eine, zum Beispiel Voodoo 1, 2 oder Voodoo 1 oder Voodoo 2 Karte mit der normalen Grafikkarte zu verbinden. Da kann ich irgendwann mal in der Zukunft einmal eins meiner Projekte. Ich habe eine Voodoo 1 liegen, die ich nicht weiß, ob die funktioniert. Fette Sache. Richtig geil. So, hier gibt es noch ein VGA. Ah, VGA zu Skat. Mal gucken. Ich habe schon mal so ein Skat-VGA-Geschichte aus China gekauft. Hat aber nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht die Beschaltung falsch. Aber da die offiziell hier in Deutschland verkauft worden ist, vielleicht funktioniert das ja. Mal kicken. Aber ich habe ja viel mit so einem Kram zu tun. Da bin ich mal sehr zerspannt. So. Was haben wir denn noch alles? Ja, genau. Da habe ich gesehen, den Enermax-Lüfter. Beziehungsweise aus dem alten Enermax-Netzteil. Da hole ich mir den Lüfter raus und den Rest brauche ich nicht. So, dann geht's mal weiter. Hier ein Karton mit nichts drin. Oh, schön. Oh, der ist ein schöner alter Schalter. Der Stecker meine ich. Ah, der ist so vernietet. Ah, der ist ja cool. So seitlich. Das ist schön für Restaurationen alter Geräte. Cool. Oh, was haben wir da für ein cooles? Ah, der ist natürlich richtig viel, für mich viel wert. Displayport zu VGA. Sub-D15 polig. Geil. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Sieht nach einem Sensor aus. Ja, ein Thermosensor. Ah, Moment mal, kann ich den jetzt... Der ist interessant. Ich weiß nicht, wozu ich ihn verwenden kann. Was haben wir hier? Ein USB-Hub. Hm. Mit Audio? Aha. Ein USB-Hub. Noch mehr USB. Mit 2,5 mm Klinke. Hä? Unbekannt. Was haben wir denn da? Ein Dimmer. Oh, cool. Da lässt sich auf. Ah, cool. Bis 200 Watt. Da hätte ich auch eine Verbindung für. Da haben wir ein paar RJ. Ist das hier? RJ11, ne? Ja. Die funktionieren? Hm, keine Ahnung. Mal gucken. Noch mehr Kabel. Oh. USB 3.0. Druckanschluss. Beziehungsweise USB 3.0 auf USB auf B. Zack. Ah! Was ist das denn? Ah, geil! Das ist ein spezielles VGA-Kabel, sehe ich gerade. Dieses VGA-Kabel ist nicht voll bepinnt. Ich habe zum Beispiel eine Hewlett Packard Workstation 486er ist das, 486DX66. Und der hat eine ganz blöde Onboard-Grafikkarte, wo ich mir ein Kabel zerknibbeln musste und ich auch nicht richtig dargestellt. Das ist das richtige Kabel dafür. Ich sehe gerade die Bepinnung. Nicole, du hast mir echt geilen Scheiß geschenkt. Ohne Scheiß. Also gerade diese EDV-Kram. Also mit diesen beiden Kabel, geil. Für meine uralte Hardware, perfekt. Hier haben wir noch so einen VGA Skat. Das Schöne ist, auch wenn sie nicht funktionieren, das VGA-Kabel ist hier, beziehungsweise der Stecker ist ablötbar. Das ist richtig aufschraubbar, meinte ich. So, was haben wir hier? Ein Verteiler, Y-Verteiler von Molex, Molex-Teiler. Und dann haben wir hier SATA Power-Anschluss. Auch durchschleifbar. Hm, nett. Nett. Was haben wir da? Ah, cool. Für Lüfter. Also PC-Bereich. Wieder USB. Ach, von der Canon-Kamera. Alles klar. Da haben wir einen Cinch. Aha. Was kommt hier? Noch, SATA. Gewickelte SATA-Kabel. Sehr schön. So, jetzt kommt gleich ein Computergehäuse hier. Aber da wird vorher noch was anderes drin stecken.
Noch einer davon? Ja, ich dachte, da habe ich jetzt genug. Was haben wir hier? Achso, das ist fürs zum Foyer zu Siemens Netzteil. So. Ah, stimmt. Davon hat er mir berichtet. Eine LED-Lampe. Ja, die baue ich mir auf jeden Fall ans Auto. Denn meine Rückfahrscheinwerfer sind total beschränkt. Mal schauen. Der ist cool. Geil. Fett. Das wird das Bastlerherz erfreuen. Ja, ein paar Nüsse klemmen. So, jetzt, Alter, das ist richtig schwer. Noch ein Karton mit nichts drin. Was haben wir hier? Ein kleines Netzteil. Ah, cool, das ist eine. Ja. Ja, das alles wirklich mit einem anderes Mikro. Mikro-USB hat. Nee, Mikro oder Mini? Nee, ist Mikro-USB. Irgendwas versteckt sich. Ich kann nicht unter das Ding aufnehmen. Ah ja, geil! Oh, jetzt kommt es richtig schwer aus. Hui! Ah, schick! Feines Ding. Feiner Transformator. Geil. Geil. Auf jeden Fall mal richtig schick. 24 Volt. 21 Ampere. Na, das haut rein, du. Schicke Sache. Ja, da lässt sich was mehr ausfrieren. Da kannst du wirklich eine ganze russische Armee mit platt hauen. Was weiß ich, wie viel Kilo der wiegt. Ah, schick. Noch mehr Kabel. Und am Antennenkabel. Ja, guck an. Kick mal an, du. Was von den modularen Kabel. Meistens passen die auch zu anderen Netzteilen. So. Oh, gibt's. Was mit dir? Ah, da ist noch was drin. Was haben wir da? Ja, meine liebe Dame, es ist ein Computergehäuse geworden. Gelöst. Das ist hier rausschieben. Irgendwas hat sich dahinter verkantet. Irgendwas hat sich doch verkantet. Meine Slotblechblende, die war es aber nicht. Aber die Lüftersteuerung ist da drin. Ach, das ist ja cool. Das ist ein 6 mm Klinkenstecker auf Cinch und das hatte ich auch noch nie. Hm, cool. So, alles so was drin, drum dran. Ja. Das ist ja schick bei diesem Computergehäuse. Leicht, also komplett aus Aluminium gefertigt. Das ist ein bisschen ausgebeult, ein paar sanfte Hammerschläge, dann ist es wieder gerade. Was für Marke ist es überhaupt? Oh, das sieht aber richtig schön von vorne aus. Na, Casa. Oh, schick. Nice, nice. Na, Casa Omega. Was verbirgt sich denn da? Achso, ich dachte nur, ich habe irgendwas in der Nase gehabt. Ja, ich weiß, ich muss über da rumschnüffeln. Warum ist jetzt ein Stück Panzertee drüber? Ah, ja, da sind Anschlüsse. Ach, guck an, da ist auch der externe, der SATA, der externe Anschluss, um festbar extern anzuklemmen. Ich ziehe nochmal das nächste. Gut. Ja, ein schickes Gehäuse auf jeden Fall. Aha, da ist ein Staubschutzfilter. Aha. Ja, ein bisschen sauber machen, ausbeulen, dann passt das. Oder wenn du noch schickst. Oh, geil. Aber das finde ich auch richtig schick. Für meine Basteleien, für einige Gerätschaften ist ein richtig schönes Netzteil. Universal-Netzteil, was aber schöne Ampere-Leistung hat. Geil. Feines Teil. Ha, das kommt sogar aus Europa. Schweden. Das sind die Schweden. Die können nur Volvos bauen. Waren das Schweden? Ja, Schweden war das. Schwedenstahl. Und noch ein bisschen modulares Kabel fürs Netzteil.
wie immer sagen, ja, jetzt habe ich sie alles ausgebreitet. Geil, geil. Auf jeden Fall schönes Material. Ist das verborgen hier drunter? Man weiß es ja nicht, ja doch. An der Schraube. So, ja, dann von meiner Seite aus euch auf jeden Fall riesen Dank. Und ja, an andere, die gerade so vorbeikommen oder an Abonnenten, wenn ihr irgendwie Material rumfliegen habt, was halt relativ funktioniert, sag ich mal so. Ich bin über jede Spende dankbar, weil wie gesagt, ne, man hat nicht viel, man kriegt nicht viel, man lebt dann im Dorf, Existenzminimum, keine Ahnung, aber bin begeisterter Bastler. Und ja, viel Kromzeugs hier. Ja, ich würde mal sagen, das war's das von meiner Seite und dann würde ich sagen, bis denn dann, man sieht sich. Ups.